hab gerade keinen Überblick. Ich mach erstmal alles kaputt, damit sich das hier nicht stört. Damit uns das nicht ablenkt nachher. Oh, wir haben oben alle Gold mit voll. Ich weiß nicht, bedeutet das irgendwas? Auf den richtigen. Warte mal, nee, ich bin zu nah dran. Das verstehe ich immer nicht. Weil diese Auswahl kommt doch immer eigentlich erst, wenn ich. Komm, dann machen wir nochmal runter. Dann lesen wir nochmal gleich, was da stand. Genau. Nur aufgerüstete Dits. Okay. Jetzt hier nochmal drauf. Der Superman geht mir gerade ein bisschen auf den Geist. Was höre ich da? Eine Katze auf einem Baum? Ich muss weg. Das muss ich später genauer analysieren. Okay, dann nehmen wir den mal wieder runter. Ich muss mal. Mal wieder hier zurücksetzen. Ich habe das hier auf dem Boden stehen in einer großen Kiste. Deswegen ist das gerade ein bisschen dumm. So, nur Charakter wie Quasti der Clown. Aquaman, Quasti der Clown. Quasti der Clown habe ich. Ich habe Quasti der Clown. Da ist er. Okay. nee, ich Klonmotorrad will ich nicht gerade missbauen. Was gibt's hier noch so Schönes? Okay, wir nehmen mal Quasti wieder runter. Bis morgen, Kinder! Muss mir mal eine andere Möglichkeit überlegen. Was haben wir hier noch? Das hier irritiert mich so ein bisschen. Also wir setzen mal Superman wieder drauf. Lasst uns diese Frage ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Kaffee oder Tee? Ist das eigentlich immer eine Standardfrage jetzt von ihm? Komm, ein bisschen schlecht zu steuern. Er backt rum gerade. Ein bisschen schlecht zu steuern. Komm, wir nehmen mal wieder runter. Kann gerade nichts mit ihm anfangen. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. So, was können wir hier noch machen? Was können wir hier noch machen?
Frage ist, wie kann... Lasst uns diese Frage ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Kaffee oder Tee? Ich weiß nicht, was ich machen kann, ja. Ich glaube, ich kann ja nicht mehr so viel machen, oder? Der Batman tritt da auch gerade ein bisschen durch. Warte mal, ich will mal was probieren. Ich will den mal, weil dann geht der ja automatisch. Okay. Dahinter ist doch noch was. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich weiß es nicht. Gut, dann nehmen wir ihn mal wieder raus. Und machen mal unser... auf einem Baum? Ich muss weg. Genau, tschüss. Und machen wir draußen weiter. Was ist das? Nein! Er zündet alles an. Oh. Aber selbst die Flammen sind so Lego-Style. Das finde ich so genial. Da ist eine Kiste drunter. Ich zeige euch mal, wie man es macht. So, da muss man wischen. Genau. Und dann springt sie nämlich da hoch. Nicht mal die blauen Zauberer hätten das lösen können. So, dann wieder du. Achso, ich muss sie woanders hinsetzen. Ah, okay. Zeit für unkonventionelle Methoden. Okay, dann kann Batman... Ja, komm, zieh, 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 zieh. Ah ne, das muss jetzt Gandalf. Muss jetzt bauen. Einen Ishtari kann man nicht austricksen. Okay, und dann müssen wir jetzt mit ihr da hoch. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Dinger noch überhaupt einsammeln muss. Was ist denn? Alles klar. Ist ja doch relativ einfach. Also es soll ja eigentlich auch für kleine Kinder sein. Vielleicht. Ich habe echt keinen Plan, was man damit macht. Hochklettern. Wäre eine Möglichkeit, das Hochklettern. So.
Okay, wir müssen einfach nur näher ran. Manchmal ist es doch ziemlich einfach. Nun, ihr wollt also meinen Schatz stehlen, nicht wahr? Und ihr glaubt, ihr kommt damit auch noch davon? Ihr kommt nicht mal mit dem Leben davon! Beruhig dich! Warum kannst du sowas nicht machen? Sie bewegt sich einfach nur schneller, als das Auge sehen kann. Dann müssen wir sie wohl aufhalten. Okay. Die verschiedenen Farben. Ihr dürft mir mein neues Spielzeug Checkpoint. Stehlen. Nur ich weiß, wie man damit umgeht. Es ist wertlos für euch. Stehlen? Wir sind keine bloßen Diebe. Allerdings kenne ich deinen wirklich gut. Oracle, wie kriege ich dieses Ding kaputt? Ach, ich hau einfach weiter drauf. Also wir müssen da irgendwas mitmachen. Habe ich das Gefühl. Das nicht stört, dass wir hier gerade ihre Einrichtung komplett zerstören. Das ist ein sehr komischer Bosskampf. Zieh. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Okay. Greift er mich jetzt an, oder? Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Okay, da können wir wieder Gandalf einsetzen. Oh, die hab ich ja gar nicht gesehen. Oh, warte mal. Okay, da brauchen wir wieder Gandalf. Okay, da brauchen wir Batman. Da brauchen wir wieder Gandalf. Ach, wir bauen da die Käfige da oben. Und wenn sie dann durch so ein Portal rauskommt, wird sie wahrscheinlich in so einem Käfig gefangen werden.
Das erklärt jetzt natürlich einiges. Okay, das ist der nächste Käfig. Habe ich gerade Batman getötet? Schluss mit Mr. Nice Man. Okay, und dann muss ich sie angreifen und dann spawnt sie in Einzug. Alles klar. Genau. Bumm. Und egal, wo sie jetzt reingeht, sie kommt immer in den Käfig rein. Alles klar. Ich hab's verstanden. Verflucht! Verflucht! Meine Kristallkugel! Meine neuen Kräfte sind vor! Vor! Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir sie ablenken können. Zeit, etwas zu bauen. Fledermaus. Ich schmelze. Oh, wie scheußlich ist diese Welt. Das ist so geil. Daran, mein Zeitungsabo abzubestellen. Wie sie sich wohl jemals gewaschen hat. Vielleicht riechen mich die Affen hier so. Noch ein Tunnel. Batman. Bin dabei. Ich glaube, dieser Tunnel beginnt zu zerfallen. Sollen wir durch ihn verschwinden? Was glaubt ihr, wo der hinführt? Wohin er auch führt. Es muss besser sein als dieser bunte Albtraum. Na los. $200.000 haben wir eingesammelt. Ich weiß nicht, was es bringt. Wir gucken einfach mal. Prozent. Egelloser. Oh, wir haben irgendwas bekommen. Medikits. Wir haben noch ein Medikit, zwei Medikits. Ja, wir müssen dann irgendwann mal mit... Regelloser Geschichte fortsetzen. Gut, meine Lieben, ich würde aber sagen, wir machen mal an der Stelle hier Feierabend. Ich werde die vier Folgen jetzt mal ein bisschen bearbeiten. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich werde natürlich noch ein bisschen mehr aufnehmen. Das Spiel macht mir gerade unwahrscheinlich Spaß. Es ist noch relativ spät, es ist gerade 3 Uhr nachts. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Aber es macht Spaß, deswegen warum nicht? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.